Hallo, heute habe ich mir einfallen lassen, wir machen weiter mit dem Diffusor und sind auch schon ein paar Teile gekommen, ja, ein paar Rohre und der Filter und so weiter und kommen natürlich auch gleich die ersten Probleme und was soll ich sagen? Erstmal danke für die Unterstützung, ja. Natürlich haben wieder Leute bei mir was gekauft, ja, und konnte ich auch wieder ein bisschen dann wieder was kaufen und kann natürlich auch wieder hier weitermachen, ja. Und hier ist zum Beispiel so eine Bohrkrone, ja, mit der wird das Loch gebohrt. Hier kommt so ein Filter rein, der ist ein bisschen größer gestaltet, ja, und dann alles in diesem Video. So, und los kann's gehen, ja. Also wie gesagt, schon das erste Problem, ja, der Filter passt nur ins Rohr, ja. Und da das ja hier unsere Reduzierung ist, ja, damit wir hier am Lüfter einen größeren Querschnitt haben und damit besser Luft ansaugen können, ja, eben müssten wir jetzt extra ein ganzes Rohr kaufen, ja. Eben, ich meine, naja, wenn man das im großen Stil macht, ja, kann man das ja machen, aber jetzt müsst ihr extra so für 15 Euro, 16 Euro noch so ein Rohr kaufen und das brauche ich 4 cm davon, ja, also, ja, und wie gesagt, ja, wir müssen auch sparsam leben, ja, wir haben viele Sachen, ja, und da liegt auch viel auf Lager und alles und also da braucht man eher immer welches, ne. So, jetzt will ich hier ein Stück abtrennen, ja. Hier möchte ich jetzt das abtrennen. Ich habe mal eine neue Technik versucht, ja, also so wie es nicht geht, ja, und normalerweise hält man den Zollstock hier an, ja, und zieht dann aber das mit der scharfen Kante von dem Rohr, da rutscht man halt ab, ja, und das eben, da habe ich so einen Strip, ja, den kann man hier rumlegen, ja, und kann dann an dem Strip das wunderbar anzeichnen, ja, so hat man eine gerade Linie wieder eben. So, und da will ich mal versuchen, ob ich das Blech dann so formen kann und lege das dann drum und schraubt das dann fest und dann eben muss ich improvisieren, ja, das kann ich jetzt einfach nicht. Also, und bevor wir es jetzt dann gar nicht rankriegen, ja, vielleicht können wir ja später das wieder mal abmachen und dann eine ordentliche Manschette dann drauf machen. Eben. Aber ich denke, das wird auch gehen. Schauen wir mal. So, ich flex das mal eben. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Ja, eben, das scheint sehr gut zu sein. Ja, jetzt schneide ich mal das Rohr ab, ja, und dann setzen wir das mal auf und dann schrauben wir ein paar Schrauben rein und dann. So sieht das Ganze jetzt aus, ja, ich habe es jetzt mit der Zange ein bisschen ausgebürdelt, ja, ich habe natürlich jetzt nicht das perfekte Werkzeug dazu, aber ich werde es jetzt nochmal mit dem Hammer nochmal ein bisschen nach außen, dann würde man hier schon den Filter reinbekommt, da hätte ich mir das natürlich hier sparen können, aber macht ja nichts mehr. So, kriegen wir hin. Nach dem Schlosserhammer sieht es dann so aus, das sieht ja schon wieder ein bisschen besser aus, ne? Normalerweise gibt es ein Werkzeug, wo man das richtig aufwalzen kann, dann biegt es auch ein bisschen so nach außen, ne? Aber ich denke, wir werden hier mit dem Schlosserhammer schon ein gutes Ergebnis hinbekommen, da können wir hier noch ein bisschen und noch ein paar kleine Stellen. Eben so passe ich nochmal den Filter an. So, das hätte ich gar nicht gedacht, dass ich den dort reinbekomme. Aber wir haben den da reinbekommen und sogar ziemlich gut. Die Kante schließt ziemlich dicht ab, ja. Das kann man so lassen, ja. Da kommt sowieso noch eine Abdeckung davor. Und ich habe meinen Filter natürlich ziemlich flach gestaltet, ja. Die hohe Kante würde uns ja nur dann stören, ja. Also, hier kann man den wahrscheinlich so schon reinsetzen, ja, so ungefähr in der Höhe. Ich messe das jetzt aber nochmal komplett aus, weil wir müssen ja unsere Holzlatten noch reinpacken und unsere Holzgestelle und das werden wir jetzt machen, ja, also schneiden wir mal die Latten. Und wie gesagt, hier sind scharfe Kanten und so weiter. Immer Handschuhe tragen, ja, also ich habe mich heute trotzdem geschnitten, als ich nur in eine Kiste reingefasst habe. Also Verbandskasten etc. Okay, ja. In der Werkstatt ist auch immer wichtig, ja, also also wir bauen jetzt die Latten rein, ja, habe ich ja noch gar nicht gesagt, ja, also ich saß 2 Tage und habe gegrübelt, ja, ich habe natürlich auch noch andere Dinge zu tun und konnte mich nicht nur um den Diffusor kümmern, ja, also wir haben einen Schraubtest gemacht,
Habe ich das Stück gar nicht da? Zeige ich euch vielleicht später nochmal. Wir haben einen Schraubtest gemacht und der Schraubtest hat gesagt, dass die, also das ist nicht das Stück, ja, dass die Kanten ausplatzen, ja. Und würde man hier alle 9 cm eine Schraube machen, dann läuft man Gefahr, dass das sich auch spaltet, ja. Bohrt man hier was rein, dann hat die Schraube wieder nicht vollen Halt, ja. Im Normalfall hält die Schraube wirklich also extrem fest, ja. Ich habe mich aber dadurch entschieden, auch weil ich hier unten die Kante nicht gelöst bekommen habe, ja, weil dann der Randabstand zu der Platte noch nicht gegeben ist und deswegen habe ich auch noch keine Platte bestellt, weil letztendlich noch keine Entscheidung darüber ist, wie das letztendlich wird, ja. So, jetzt habe ich mich aber entschieden, ich nehme die Holzplatten, die ich gekauft habe und klingt die hier dann aus, dann habe ich auch hier, kann ich auch hier unten den Schrauben, ja. Und die Holzlatte, der macht das überhaupt nichts aus, wenn wir dort reinschrauben, ja. Und auch vom Rand weg hätte man dann hier mehr, dann ist die Platte auch stabiler, ja. Wir lassen es ein kleines bisschen überstehen, 2 cm, dann kommen noch die 2 cm und dann 1 cm, das heißt, die ist dann auch 5 cm vom Rand weg, ja. Dementsprechend auch dann von unten 5 cm nach oben, ja. Dann sitzt es ziemlich gut, ja. Ich denke, das ist die beste Entscheidung letztendlich. Die 2 Latten, das tut mir ja überhaupt auch gar nicht weh. Und da drin kann man die auch unlackiert dort reinpacken, ja. Das kann man dann mal beobachten, ja. Wenn muss man es halt auswechseln. Aber ich will da jetzt nicht irgendwas reinlackieren. Ich habe auch im Internet nochmal recherchiert, ja. Die Platten sollen bedenkenlos sein, ja. Also geruchslos, geruchsneutral, ja. Und wasserfest sowieso und stabil auch, ja. Also, da sollte man keine Angst haben, dass da irgendwie da eine Geruchsbelästigung und so weiter stattfindet, ja. So, also wir bauen jetzt links und rechts eine Latte rein und dann nochmal ein Gestell, wo der Ansaugstutzen reinkommt, ja. Und dann bohren wir das Loch durch. Dann die Platte, habe ich noch gar nicht geguckt. Ich hab eigentlich nur noch diese Platte, ja, verdammt, ja, eben. Das passt auch nicht 100%, ja, und sowas auch. Na, jetzt extra eine Platte wieder schneiden, wie machen wir das wieder? Eieiei, also entweder müssen wir dann irgendwie in zwei Hälften machen. Zwei Hälften wäre schon mal ein bisschen viel vielleicht, ja, eben, das verschattet wieder ein bisschen viel, weil. Wie gesagt, ich hätte Bedenken, dass wenn die Sonne da reinstrahlt, auf den Filter ja direkt strahlt, dass das da sich entflammen könnte oder durch die Hitze dann halt ein Feuer entsteht, ja, und deswegen muss es ein bisschen verschatten. Tja, die Platte passt natürlich wieder nicht so hin. So, naja, das ist ja wieder auch eine traurige Nachricht. Mal sehen, wie wir es machen. Also entweder müssen wir die dann in der Hälfte auseinanderschneiden oder unten noch ein Stück ransetzen. Vielleicht hier so und dann also auf die gesamte Breite wäre hier dann nur noch so ein Streifen. Hier sind noch ein paar Streifen. Hier vielleicht mit dem noch so ein Streifen ransetzen. Okay, dann setzen wir jetzt noch so einen Streifen dran. Gut, müssen wir Material sparen. So, ist ja auch das erste Modell davon. Also letztendlich in Wirklichkeit wird es natürlich dann noch ein bisschen, kann man da noch ein bisschen dann dran arbeiten. Ja, so. Und ich denke, das wird sowieso dann aus Blech sein. Ich glaube kaum, dass es dann aus Holz ist. Aber wenn das erstmal so ein bisschen funktioniert, so. Die Ergebnisse von unserem Diffusionsgenerator ist auch jährlich jetzt schon. Ja, die kann man die Ergebnisse von letzten Jahr ablesen und so weiter. Ich meine, da hat man ja auch ein paar Referenzen. Ja. Muss man sich halt Stück für Stück aufbauen. Ne. So, weiter geht's. So, wie schon gesagt, 2 Latten, ja, links und rechts rein. Und dann ist das der Rahmen verstärkt, ja, und läuft auch nicht Gefahr, dass die Platten auch spalten, wenn wir da zu viele Löcher reinbohren. Ja. Hier muss ich unten noch ein bisschen nacharbeiten, aber dann wird es ganz gut reinpassen. So, und dann messen wir, danach tun wir den mal dann flach hinlegen und dann messen wir mal das Loch aus und bohren mal das Loch rein mit der Lochkreissäge hier und dann schauen wir mal, wie wir das hinkriegen.
So wie es nun mal bei jedem Projekt ist, kommen immer Kleinigkeiten, ja. Also wir haben hier die 50er Schrauben, die sind natürlich jetzt zu breit, ja. Eben hier brauchen wir nur 35er Schrauben. Und dann schrauben wir das hier fest, ja. Also ich muss sowieso noch mal zur Post und ich muss sowieso noch was wegbringen. Und dann fahre ich noch mal im Baumarkt vorbei und hole noch mal solche Spanschrauben. Eben, dann ist ja gut, dass ich jetzt nicht erstes zur Post geschafft habe, eben. Und dann müssen wir so noch die Halterungslöcher bohren und also mal sehen, wie ich Lust habe, aber morgen ist Samstag und ich glaube, morgen werde ich keinen Wanddurchbruch machen oder so. Eben, ich gucke auch gleich mal wegen Bordübelbefestigung. Eben, da müssen wir vielleicht doch erstmal eine Probebohrung machen oder irgendwas. Na, ich schau mal, ich werde mal gleich was mitnehmen, wenn ich schon einmal im Baumarkt bin. So, dann bis gleich dann halt. So, die richtigen Schrauben haben wir jetzt geholt, ja. Wir haben noch 40er genommen, die sind noch ein kleines Stück länger. Und hier ist das Experiment, ja. Wenn ich das da unten an die Ecke gesetzt hätte, dann wäre wahrscheinlich auch genau so das passiert, ja. Weil dann der Abstand von der Platte genauso gewesen wäre und deswegen schrauben wir lieber hier die Platte, also hier noch so eine Latte rein und eben. Und schraubt es dann auf die Latte, weil das ist auf jeden Fall besser. Die spaltet dadurch auf jeden Fall nicht. So, schauen wir mal die Leisten rein. Und dann geht's so. Also hier verwende ich auch wieder so eine Bohrschablone. Das heißt, auf dem Holz angezeichnet und dann halt die Abstände immer mitnehmen, gleichmäßig. So sieht das natürlich auch alles ganz ordentlich aus. Hier können wir dann die Schrauben reindrehen. Ja. Haben wir hier keine unregelmäßigen Abstände und so, und das machen wir jetzt auf der anderen Seite nochmal und dann können wir das schön einschrauben. So, gehen wir in die Endphase, ja, die Seite haben wir auch fertig, schön gleiche Abstände. Schrauben wir jetzt die Latte rein, Schrauben haben wir ja und dann gut. So schaut das Ganze jetzt aus. So, machen wir mal weiter mit dem Filter, dann lassen wir am besten hinlegen. So, ich denke, so könnte es was werden, ja. Ich schätze mal so, werden wir ungefähr. So werden wir ungefähr bauen. Schrauben wir die Platten fest. Ist dann die Abdeckung, die Sonneneinstrahlung kommt nicht auf den Filter, ja, weil der besteht ja hier auch aus so einem Schaumstoff. Und der ist dann hier drunter, ja, unter der Abdeckung. Und dadurch kann da halt keine Sonneneinstrahlung drauf kommen. Die Wärme sammelt sich dann halt hier. Man könnte rein theoretisch hier zumachen, ja, aber dann dann müsste es hier oben, dann müsste die Luft dann hier durch und hier oben rum, ja. Aber ich glaube, ich lasse offen, das zieht hier die Luft rein und dann da rein. So, ich hoffe, dass ich alles richtig gemacht habe, ja, und dass ich es richtig angezeichnet habe, dass ich hier die Mitte treffe und dass ich jetzt mit dem Bohrer das ordentlich aussehen kann. Ja, ich meine, es kostet so Brammer kostet. Also derzeit tut es noch ein bisschen weh, aber naja, vielleicht zahlt es sich ja auch irgendwann mal aus. Ja, inwieweit auch immer. Ja, so, hauen wir mal die Bohrkrone dran. Ja, also es lässt sich wahrscheinlich sehr leicht ausbohren. Ja. Müssen wir noch ein bisschen was unterlegen, ja. Ich habe gelesen, man soll von oben ein Stück und dann von unten, aber ich weiß nicht. So, also unser Akku schwächelt gerade ein bisschen aus. Sieht schon ganz gut aus, ja. Also ich denke, das könnte man so machen, ja. Also bei der Bohrkrone hatte ich gesagt 160, ja. Natürlich ist das Rohr 160, also ist ein etwas größer gewählt, also auf 165. Also ich hoffe, das wird reichen, ja. Also ich denke schon, ja, wir können ja mal das Rohr reinschieben. Oder mal raufstecken hier, wir haben ja hier das Rohr abgeschnitten. Ja. Also manchmal läuft das auch ein bisschen mal schief, aber es ist ja halt gar kein Problem. Ja, wir bauen das ja zum ersten Mal und also ich denke, das sieht gut aus, ja, das könnte reinpassen. Ne? Eben mit 165, also gut gewählt, ja, ist ein kleines bisschen Luft, sitzt dann schön dicht, schließt das ab. Also ich habe jetzt, wie ihr gesehen habt, da hatte ich ja das hier alles zusammengeschnitten schon hier, aus den Resten. Ich meine, das reicht, ja. Also
denke, durch den kleinen Spalt wird wird da nichts passieren. Ja. Also ich hatte dazwischen, also ich habe wirklich 2 Tage nochmal drüber gegrübelt und wie und was. Und natürlich in der Praxis zeigt sich immer besser, am Modell zu stehen und am Modell zu arbeiten und da halt eben die Punkte zu machen, ja, als nur auf dem Sofa zu sitzen. Aber ich kann halt gut denken und brauche ein bisschen viel Ruhe dafür. Und ich wollte erst mit Winkeln und naja, und das ist ja auch wieder ein Haufen Arbeit, ja. 2 solche Latten hier rein, das ist ja auch wesentlich wirtschaftlicher, ja. Also wenn ich jetzt erst wieder da Winkel schneide und dann außen, so viel Überstand wollte ich auch nicht haben. Und wenn wir die Löcher bohren, dann brauchen wir ja von außen ein bisschen Abstand, ja. 5 Zentimeter wäre ja hier wahrscheinlich top, ja. Ich schätze mal 2, 3, 5. Kannst du auch nochmal genau messen, eben 5,2 vielleicht oder so. Eben also, und die Schrauben, die ist da, die Schrauben hier, die waren spottbillig. Da gab es so riesen Pakete für 20 Euro. Eben, die wollte mir nicht verkaufen oder hat halt nicht dran gedacht. Die haben nur 3 Euro gekostet. Eben, ja, also ich möchte hier noch Dichtband auflegen, ja. Eben, eigentlich, aber ich denke, das wird notwendig sein, weil das arbeitet ja Sommer wie Winter und es ist gut, wenn hier, dass das dann arbeiten kann und ich denke, also, so wird es wahrscheinlich gut werden. Also entweder legen wir hier dann Doppeldichtband auf, muss ich aber aufpassen, 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, 4 Meter, da wird es, wenn es 5 Meter Rolle ist, wird es schon knapp, ja. Da könnte ich innen und außen ein Dichtband auflegen, aber ich schätze mal, hoffentlich plackt es dann nicht da raus. Naja, werden wir es sehen. Kleben wir hier so ein Dichtband ein. Eben. Und hier unten kommt dann die Luft. Ja? Eben. Also wir unten primär, oben dann noch eine Abdeckung drauf und dann sind wir ganz gut fertig. So weit habe ich heute eigentlich noch gar nicht geplant, aber ich denke, so wird es ganz gut sein. Ja? Die Abdeckung für den Filter ist fertig. Ja? Die Sonne kann den nicht beschädigen. Ja. Eben am besten hier noch so ein Stückchen weiter runter. Eben so, jetzt müssen wir hier nur noch dann ein paar Winkel ran machen, weil anders wird es nicht gehen, weil wir müssen den ja dann zum Schluss erst reinbauen. Ja. Eben, also können wir hier nur 4 Winkel ran machen und dann schrauben wir den dann auf die Platte und gut. Eben, brauchen wir nur ein paar kleine Winkel und vielleicht auch hier vielleicht ein wenig sichtbaren Bereich. Im Normalfall kann er so nicht runterrutschen, ja. Das heißt eben, normalerweise bräuchte man nur dann hier 2 Winkel, weil hier klemmt er dann, das klemmt, also das ist in dem Rohr drin. Aber ich denke, vielleicht 4 Winkel ist sicherer, eben nicht, dass dann doch runterrutscht oder dass dem Ding rauszieht. Immerhin arbeitet ja das Ganze. Doch alles anders gekommen, als ich eigentlich das jemals gedacht hätte. Ja. Also ich sage, wenn man nur so ein Lüftungsgitter nimmt, ja, dann besteht schon die Gefahr, dass die Sonne da durchbrennt. Ja. Also das sollte man dringlichst vermeiden. Ja. Deswegen eine andere Möglichkeit sehe ich da jetzt nicht. Ja. Also die Hitze wird dann, also die Hitze wird sich wahrscheinlich auch hier drauf sammeln. Die Platte wird sich letztendlich auch erwärmen. Ja. Hier in dem Bereich natürlich auch. Hier unten ist dann, ich meine, wenn man das anderswo machen würde, dass es also hier weniger Luft ansaugt, ja, dann müsste ich den aber bis hierhin zurücksetzen. Ja, denn, das ging ja nicht. Also es geht wirklich nur in die Möglichkeit geht wirklich nur so, also anders ist es nicht möglich, ja. Ansonsten ist es zu weit, dann wäre das hier zu weit unten, ja, und das bringt ja nichts. Ja. So, für heute soll gut sein, ja. Die Platte werde ich am Montag bestellen und mal sehen, wie weit ich komme nächste Woche. Also ich denke, Mittwoch werde ich euch nur maximal zeigen, dass er vielleicht noch an der Wand hängt oder dass ich vielleicht noch einen Wanddurchbruch mache. Ich habe heute ziemlich viel gefilmt. Vielleicht kommt auch erstmal das Video bis hierher. Ja, und dann würde ich mich erstmal bei euch verabschieden und dann die Woche drauf, also jetzt, wenn heute das Video dann am Mittwoch wieder kommt oder dann
Das nächste Video ist dann wieder Mittwoch oder dann jeweils, wenn es verfügbar ist, und dann kommt der nächste Teil dann immer eine Woche später oder ist dann halt auch schon verfügbar, je nachdem, wenn man sich alle Teile angucken will von Anfang an. Und wie gesagt, abonnieren ist kostenlos, mit der Glocke kein Video verpassen, den Daumen hoch. Also man kann eine Menge mit interagieren, ja. Man kann auch bei uns was erwerben, kaufen, ja. Das letzte Produkt also das vorletzte war hier die Ice Edition, das neue Design, ja. Die ist für die Katzensesselstütze, damit kann man hier so Fahrradanhänger anbringen, ja. Und das andere war dann, das letzte war Burley Travol, auch neues Design, ja, das steht jetzt gar nicht hier. Das ist aber noch nicht im Angebot, ja, also das kommt erst noch. Ja. So, also dann bis zum nächsten Mal und beim nächsten Mal hängt er garantiert an der Wand, ja, und wird das schon volle Leistung bringen, ja.